Ein Durchschnittsdorf, eine Durchschnittsstraße und Menschen mit Durchschnittsnamen wie Müller. Brigitte Müller treffen wir im Testsupermarkt. Hier testen Firmen ihre Produkte. Und was bei Brigitte Erfolg hat, kommt wohl in ganz Deutschland auf den Markt. Ich finde es toll, dass man hier in Hasloch entscheiden kann, was ganz Deutschland halt möchte. Auch wenn das größte Dorf in Rheinland-Pfalz so durchschnittlich ist, dass es ganz Deutschland repräsentiert, kein Leben ist Durchschnitt. Brigitte liebte den Karneval und ihren Mann, der an Krebs starb. Die Rente stimmt, der Freundeskreis ist groß, die 68 Jahre alte Rentnerin organisiert ehrenamtlich Reisen und Konzerte. Alles gut, aber für sie gefühlt zerbröckelt Deutschland. Es ist sich wirklich im Moment bald jeder der Nächste. Es geht uns nicht mehr so gut wie vor Jahren. Die Armut wachse doch überall. Unbehagen. Ich denke, die Reise geht im Moment etwas auseinander. Die Reise in ungewohntes Terrain sei rasant, das ganz sicher. Aber positiv denken helfe. Auf jeden Fall. Freue ich mich auf die Zukunft. Als Informatiker will und muss Kai Hauser mit jedem Fortschritt Schritt halten. Die Zeit läuft ein bisschen schneller. Das kann aber auch, weiß ich nicht, ob das ein psychologisches Problem ist bei den Leuten oder ob es ein gesellschaftliches Problem ist, dass alles immer schneller gehen muss. Hauser testet sein Elektroskateboard, denn Elektromobilität sei Umweltschutz und damit ein Riesenbeitrag für die Zukunft. Man müsse halt mal aus den bequemen Gewohnheiten raus. Es gibt halt Menschen, die sind ein bisschen ängstlicher und die haben natürlich auch Angst vor Neuem. Ob jeder so mithalten kann, der will? Wir treffen Ulrich Tettenborn bei der Arbeit mit 86 Jahren. Ein gewisses Muss ist schon da. Sein Ponyhof war mal die Institution der Region. Die Zeiten haben sich geändert. Computerspiele seien in, Ponys out. Eltern müssen arbeiten, ihre Kinder darum auf die Ganztagsschule. Da bleibe keine Zeit. Die Zeit fordert ständige Veränderung. Ständige. Du musst ständig darauf aus sein, Dinge zu machen, die Konkurrenzbetriebe nicht anbieten. Tettenborn war Hitlerjunge, Flüchtling aus Posen, Flüchtling aus der DDR. Wandel sei Teil des Lebens, nur so ganz alleine könne niemand überleben. All diese Medaillen, alles, was wir hier geschaffen und aufgebaut haben, ging nur mit wir. Und jeder musste sich in dieses Ding integrieren und hat es auch gerne getan. Ein Wir sei heute vielleicht nicht mehr möglich. Mit seinem Kasperletheater versucht er genug zu verdienen, um den Betrieb noch für ein, zwei Jahre zu retten. Noch hält sich der Turnverein und Vereine halten die Gemeinschaft zusammen. Noch, sagt Trainer Gerhard Liedi. Doch es gebe jetzt einen Riss quer durch die gesellschaftliche Mitte. Liedi sitzt auch im Gemeinderat und findet, die Politiker machen keine so gute Figur. Es ist eben so, dass die regierenden Parteien zu wenig aufeinander zugehen. Dann zerredet man sehr vieles, obwohl manches eigentlich recht gut ist. Aber bis dann letztendlich eine Entscheidung getroffen wird, da ist für mich, wie man in Hasloch sagt, der Markt verlaufen. Und so hätten Volksvertreter an der Spaltung mitgewirkt, Populisten groß gemacht. Die einzufangen sei jetzt schwer. Weil das, was die Populisten manchmal sagen und unwahr ist, das glaubt man eher als die Wahrheit. Musikschule Hasloch. Harmonie und Gemeinschaft. Jeder gibt hier ja, das, was er kann. Ja, da fühlt man sich auch ein bisschen wie in einer Familie. Ein Kontrast zu der rauer gewordenen Welt da draußen, sagen sie. Money, das liebe Geld, wie passend. Die Kassen der Kommune sind klamm. Die Leiterin der Musikschule muss schon sparen und sorgt sich, dass das, was Gemeinschaft schafft, bald weggespart werden könnte. Ich würde mir einfach wünschen, dass die ganze Gesellschaft, jeder Einzelne von uns im Land merkt, dass Kultur so viel bewirken kann, dass wir ein Miteinander haben und dass man eben dort Großes bewirken kann, was aber unbezahlbar ist. Hasloch, deutscher Durchschnitt. Den meisten Menschen geht es ganz gut, eigentlich. Doch sie fürchten oder spüren ganz real, es verändert sich was. Das Wir driftet langsam auseinander.